Hallo, in diesem Tutorial geht es darum, wie man GWX auf Windows kompiliert. Das ist also ein frisch installiertes Windows XP. Und zwar brauche ich dazu zwei Seiten. Oh, ich brauche den Internet Explorer zweimal. Und zwar muss ich erstmal Mercurial runterladen. Mercurial.selenic.com. Mercurial.selenic.com. Und da lade ich Mercurial 2.0 runter. Punkt 0 vor Windows, wo ist das? Hier. Lade ich mir also Mercurial runter. So, Mercurial ist jetzt installiert. Ich gehe jetzt in meine eigenen Dateien rein und mache einen neuen Ordner. GWX. Aber irgendwie hat es mir die Shell-Erweiterung nicht installiert von Mercurial. Mercurial. Ach klar, ich brauche Tortoise HG. Tortoise HG. Und hier kann ich bei den Downloads 32-Bit Windows runterladen. Wie man sieht, Internet Explorer 6 sieht ziemlich kaputt aus. Aber ein Windows 8 zu installieren hätte mir zu lange gedauert. Windows XP geht dann noch etwas schneller zu installieren. Ist ja nur, um euch zu zeigen, wie man GWX runterlädt. So. Jetzt kann ich Tortoise HG Clone machen. Gebe hier als URL ein http goldenvip.de slash hg. Als User bin ich Kali. Der holt jetzt die Dateien runter. Das wird jetzt wieder eine Weile dauern und derweile kann ich schon mal die DLLs runterladen, die ich brauche. Und zwar rawlibs.zip. Sagt bloß, Windows braucht jetzt auch noch ein Programm, womit man Zips öffnen kann. Nein, es kann sogar Zips öffnen. Wer hätte das gedacht? Okay, ich brauche jetzt bloß die DLLs. Die kopiere ich mir und die kommen jetzt hier rein, einfügen. Außerdem brauche ich noch lazarus.freepascal.org. Lad mir dort Lazarus runter.
Und zwar Lazarus Windows 32-Bit. Release-Kandidat 2. Nein, warte. Ich sehe gerade hier, gibt es doch eine neuere Version von Lazarus. Und die lade ich mir sogleich runter. 0.9.30.02. Und zwar nicht die für die Cross-Kompilierung für ARM-Geräte, sondern die Win32-Exe. Und der Internet Explorer spackt jetzt hier natürlich wieder mal ein bisschen rum. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ist ja auch veraltete Technik. Jetzt sind wir alle ein bisschen weiter und das neue Windows wird natürlich besser. Also lade ich mir Chrome runter. Vielleicht kann das den Download besser. Aber der scheint meinen Klick nicht zu erkennen. Klick. 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 Ah, jetzt. Ja, dann installieren wir es doch mal. Und gleichzeitig versuche ich nochmal den Lazarus-Download. Vielleicht klappt es ja diesmal. Oh, da kommt sogar schon was. Aber erstmal Chrome installieren. Vielleicht klappt es ja doch nicht. Und wieder nervige Pop-ups. Und die. Oh, jetzt ist Lazarus fertig. Da kann ich ja den Chrome-Installer abbrechen. Ja, schön abbrechen. Und der installiert natürlich trotzdem munter weiter. Ich installiere Lazarus auf Deutsch nach C Lazarus. Auf einem echten Computer läuft natürlich die Installation wesentlich langsamer, aber in meiner virtuellen Maschine, die nutzt halt so gut wie den RAM als Festplatte, da läuft das ein bisschen schneller. Dabei lade ich natürlich ungewollt Chrome geöffnet. Ich mache jetzt mal ein paar Fenster zu, damit das bisschen Überblick hier reinkommt. Und den Chrome können wir auch ausmachen. Hier haben wir auch eine schöne README, aber Notepad hat wieder mal die Zeilenenden kaputt gemacht. Setup ist jetzt fertig. Jetzt können wir mal Lazarus starten. Lazarus hat sich hier installiert. Und mit Lazarus werden wir jetzt auch das Projekt öffnen. Und zwar gwx.lpi. Warum sage ich eigentlich noch die Dateiendungen dazu? Das ist doch. Die werden noch von Windows längst ausgeblendet und von anderen Betriebssystemen erst recht. So, jetzt habe ich hier meine GWX-Engine erstellt. Hier unten. Und die kann ich mir kopieren in eine Exe, falls ich GWX direkt starten will. Die nenne ich jetzt zum Beispiel Engine.exe. Außerdem will ich mir jetzt noch den Updater, also das Frontend, kompilieren. Steuerung F9 wieder mal. Und ich öffne noch die GWIDE unter IDE, GWIDE.lpi, Steuerung F9, damit kompiliert es die mir auch. Das Ganze ist jetzt fertig kompiliert und ich habe hier meine Exen. Die GWIDE kann ich starten, hier sehen wir den schönen GWX-Editor, kann auch schön durch die Ordner browsen.
zum Beispiel hier mal eine Datei geöffnet. Das Ganze ist ziemlich uninteressant. Jetzt kann ich GWX starten, also das Frontend, den Updater, der funktioniert auch prima. Und wenn ich jetzt GWX, die Engine starten will, haben wir leider keine Grafikkartentreiber. Aber was nützt's? Wir haben es kompiliert bekommen und auf eurem Rechner wird es dann sicherlich laufen, sobald ihr die Treiber installiert habt. Gut, das war's. Danke für die Aufmerksamkeit.